Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Zarok ohne Hose. Aua! Warum? Und wir waren am letzten Mal sehr erfolgreich in der Woodland Mansion. Da war mega viel, war wieder eine riesen Schatzkammer. Ja, hat sich echt gelohnt. Ich schau mal gerade, ob wir noch ein paar Kartoffeln bekommen können, denn wir haben einige bestimmt verbraucht. Wo kommen denn die Emeralds hin? Ich glaube, da haben wir eine Kiste für oder haben wir die alle schon weggetradet? Sonst musst du die irgendwie zu den Diamanten machen oder so. Essen, Netherkram, Lapis. Und mein Inventar ist noch voll. Gold, Dia, Eisen, Kohle, Essen. So, jetzt mal eben mein Inventar zumindest teilweise leeren. Kram, Kram, TM. Ja, so schmeißen wir den Schrott. Ja, ich leg das mal zu Kram, Kram, DM. Kram, Kram, DM. Das ist der neue Drogeriemarkt. Ja, so viel kann ich gar nicht wegpacken, so ein was denn. Kohle, Kohle, Kohle. Ich hab keine so. Also das ist. Na Gorix, wie war denn dein. Heute ist das Sonntag für die Aufnahme. Wie war denn dein dein Samstag? Sehr schön, Bremen hat gewonnen. Bei Toren. Ja, in Bremen ist es ziemlich abgegangen, habe ich auch mitgekriegt. War ja nicht mal in Bremen, war ja in Freiburg. In Freiburg, in Ich bin damit gespielt eigentlich. Ich weiß es nicht. Gegen Bremen! Bremen hat in Freiburg gegen Freiburg gespielt, also hat Freiburg gegen Bremen gespielt. So, ich gebe dir einfach noch ein paar Sachen. Na, das sagt der Bremen-Fan, weißt du? Wo kommt denn Spinnenauge und so Scheiße? Hier in die Truhe. Oh, blöd. Moment. Nee, das ist Wolle, das ist kein Stein. Wo kommt denn Wolle? Ja, Moment, hast du ja genug. Ich glaube, Wolle haben wir noch nicht. Ist rohes Hühnchen auch mal Blut? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Weil wir haben, glaube ich, nur eine Gemüsekiste und keine Fleischkiste. Das stimmt. Das ist ja. Oh, das wird jetzt dem Veganer unter den Zuschauern nicht gefallen. Nee, rohes Hühnchen kommt zu essen. Da haben wir nämlich schon mal drin. Ja, dann musst du aber aus der Mobkiste auch nochmal die Sachen rausnehmen. Da sind auch auf jeden Fall Essenssachen drin. Das stimmt. Jetzt einfach mal alle platt und pflanzt die gleich neu an. Ja, musst du aber auch neu anpflanzen, ne? Wo kommen denn die ganzen Wollsachen hin? Ach komm, Kram, Kram, TM. Ja, streng genommen ist das auch mal Blut, aber. Hi. Mach dein, wo du meinst. Ja, da musst du halt dann wieder sortieren. Wir wollen ja auch keinen Preis für das bestsortierteste Lagersystem bekommen. Hm, das stimmt. Nergo hätte ja schon lange gecheatet. Er hat so ein komisches Modpack installiert, das hat alles automatic macht. Aber der gibt hier nicht. Ja, wieder irgendwelche Sachen. Das stimmt übrigens nicht. Oh. Nein. Das Tod in der Unsterblichkeit ist für den Arsch. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, du musst es ausgewählt haben, immer noch. Auch wenn du es nicht hören ja, aber willst. Das bringt doch dann überhaupt nichts. Doch, aber du musst halt reagieren. Ich brauche noch irgendwo Eisen. Dann Starcraft-Skills solltest du das auch schaffen können. Nee. So, spannendster Folgenstart, ever. Reagieren trainierst du ja wohl nicht mit StarCraft, Nergorix. Doch. Reaktion trainierst du absolut mit Sportarten wie Tischtennis. Also in StarCraft musst du schnell reagieren. Ich weiß, dass es bei dir manchmal zu ein paar Komplikationen führt, aber. Ich bin ja mehr so der aus der Bewegung mehr her so schnell reagiert, weißt du? Irgendwas wollte ich jetzt machen, aber ich weiß nicht mehr, was genau. Die Goldklumpen will ich irgendwo hinmachen. Wir wollen auf jeden Fall in dieser Folge ein paar Wither-Skelett-Schädel farmen, glaube ich. Ne? Wir haben, glaube ich, einen. Wir haben einen. Ich muss mir eine neue Hose bauen. Ja. Ich habe 31 Level. Ich habe ja eine Diamant-Chestplate gefunden in dem Dungeon. Ich baue jetzt erstmal eine Hose, denn es zieht. So. Zack. Nicht. So. Zack. Hier sind noch fertige Kartoffeln, lass doch mit. Zack! Da auch. Aber wir haben ja noch ganz viele fertige Kartoffeln. Wow! Haben wir noch Kohle? Ja, bestimmt in der Kohletruhe. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Warte mal, Lapis muss da. Kann man nicht gleich nochmal das Schild aus. Ah. Ich habe mir auch überlegt,
ob ich mir noch hier bei Amazon schnell so ein Ferrari-Cappy bestelle. Was machst du da? Kartoffeln braten. Cool. Sehr spannend. Hier, wo bist du? Da. Nimm mal hier die 12. Die passt nicht mehr vernünftig in mein Inventar. Alles klar. Lass mal schlafen. Alles klar. Fackeln muss ich mir auch noch mal ein paar mehr mitnehmen. Backe, backe, Kuchen. Denn Fackeln habe ich immer ganz gerne komplett dabei. Ein Stack. Fackeln habe ich komplett dabei. Ja, nimm du Fackeln mit, denn. Wir gucken währenddessen aufs Meer. Die spannendste Folge aller Zeiten. Da werfen wir dir noch mal ein paar Fackeln zu. Yay. I get money. So. Die brauchen wir auch nicht. Lohn können wir hier reinpacken. Boah, die Steine Bauen gehören verwenden. In die Steinkiste, Nergorix. Fünf Steine können wir auch bauen lassen. Brot packe ich mal hier rein. Brot kommt in die Essenskiste. Brot kann ich in die Essenskiste. Ja, das Brot kommt in die Essenskiste. Das ist aber kein Brot, sondern ein Boot. Ach, ein Boot. Boote, Boote, Boote. Ach, ist Bog fast. So, ein Kompass braucht eigentlich kein Mensch im Inventar. Ja, die Schere wir, auch können nicht. Die Himmelsrichtung einschätzen, bis uns aufgefallen ist. Der zeigt ja nur zum Spawn. So, soll ich mein Totem auf Undying in der Hotbar haben? Übrigens, Fun Fact, Nergorix, für dich. Sepp hat auch schon gemeckert. Oh, ich hab keinen Bock vom Range, ich krieg ja nicht meine Rücke hin. Ja, vielleicht sollten wir doch die Traktionskontrolle auf Mittel stellen. Nee. Jetzt, wo ich trainiert habe, ja, genau. Ja, du bist ja besser als ich. Dann können wir das wieder machen. Ach so. Also, wir müssen das einfach mal nochmal gucken. Aber das ist ja für die Minecraft-Zuschauer sowieso völlig irrelevant. Action 4, ja, kann man. Ja, aber das ist halt doof, weißt du? Jetzt haben wir haben extra noch, wir haben in der Saison gesagt, in der letzten Saison, was ja, doch? Wir fahren ohne Fahrhilfen. Und alle so, ja, voll geil. Sarok, ja, willst bitte? Du dieses Dings anziehen? Sonst schmeiß es weg. Ja. Ja, warum nicht? Gut. Mut, ne? Ich bräuchte eigentlich halt ein deutlich besseres Schwert, weil mein Schwert ist ziemlich scheiße. Nicht geil, aber ansonsten kann es nichts. Einer von uns macht hier irgendwie einen Abgang. Ja, es war auch gerade ziemlich geruckelt. Das bin ich. Man weiß es nicht. Der Zaug stellt natürlich wie immer den Server. Natürlich. Ich möchte den nicht öffentlich machen für alle seine Zuschauer. Finde ich sehr gemein von ihm. Ich habe Nergorix nämlich extra gefragt, ey, Community Server. Nee! Und ist das egal, meinetwegen kannst du das gerne machen. Musst halt den Server mal bereitstellen. Das hat der Swiss gemacht. Schauen wir mal, ob wir nochmal eine gute Verzauberung bekommen. Ansonsten werde ich das jetzt noch nicht verzaubern. Might 4. Sharpness 2 ist gar nicht so schlecht. Eigentlich kombinieren. Wahrscheinlich kann Bane of Arthropods und Sharpness nicht kombinieren, ne? Weiß ich nicht. Wir können ja mal testen. Ich mach das jetzt einfach, komm. Wir wollen ja gar nichts. Wir werden gleich nochmal Level bekommen, denn wir wollen ja in den Nether gehen. Sharpness 2, Unraking 3, Looting 3. Dann ist mein Bane of Arthropods weg. Das ist aber völlig in Ordnung. Das ist gut. Weil das braucht sowieso keiner. Das ist gut. Sonst ist noch irgendwas verloren gegangen? Was bringt einem denn Bane of Arthropods? Ist das Nemesis der Niederfüßler oder was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Wir machen das weg. Wir Alter! Das. Oh. Ach, du hast gerade die ganzen Bücher benutzt. So, dann gehe ich jetzt in den Nether. Sarah, kommst du mit oder soll ich das alleine machen? Nein, wir nein, wollen nein, ich will die Action nicht. Nether-Skelett. Schädel haben. Willst du vielleicht auch nochmal gucken, wie viele Level hast du gerade? Eins. Hast du schon, was ist das für ein Schwert? Ist das verzaubert? Ja, ne? Das ist ein verzaubertes Schwert mit Bann 1. Weil am besten wäre es, wenn du halt auch ein Looting-Schwert hättest. Also ich habe halt ein Looting-Schwert, das ist ganz gut gegen Wither-Skelette, weil dann können die mal einen Schädel droppen. Ja, dann machst du das. Das ist kein Problem. Also wenn du demnächst ein paar mehr Level hast, kannst du ja vielleicht nochmal zurückgehen und versuchen, nochmal ein neues Schwert zu verzaubern. Da redet er nur von Formel 1, das ist so nervig mit dem. Ja, was willst du über Minecraft auch groß erzählen jetzt gerade? Wir müssen jetzt Action machen. Machst du da kaputt? Dings. Blaze. Auch wieder ein paar Level. So, wir müssen Nether spielen. Blaze. Bye Blaze sogar.
Sehr gut. Emerald. Oh, da ist ein Nether Skelett. Sehr gut. Nether Skelett? Ja. Das ist ein Wither Skelett übrigens. Egal. Links oben ist ein Lohn Spawner übrigens. Ja, dann greift er doch mal bitte an, während ich mich versuche hier rüber zu haben. Das Ding schießt aber. Ja, das ist ja keine Überraschung. Hab ich kaputt gemacht. Der Magma Cube jumpt da irgendwie rum. Wieder ganz viele Hookler, das ist nicht schön. Beziehungsweise Hookler sind das nicht, aber ich schlage und es passiert einfach nichts. Geh mal auf das Ding. Nur du dich nur mit Magma Cubes. So, also ich hab leider das Nether Skelett leider nur. Jetzt brenne ich! Ach, du kriegst das schon hin. Nether Skelett hat leider nur Kohle gedroppt. Ich kämpfe hier wieder gegen 5 Gegner, wenn Nergul sich um einen kümmert. Mach mal eine Fackel, damit ich da ein bisschen was sehe. Hier sind wir schon mal hochgelaufen. Ja, die müssen uns doch die ganze Zeit nur in dieser Festung aufhalten, oder? Und hin und her rennen. Wir müssen diesen Lavastrom dringend zubauen. Ein Videoscope. Lauf da rein. Was sind denn da oben für Skelette? Ich drück mal C. Wir könnten noch zwei Wither-Skelette sein. Sollen wir diesen Spawner eigentlich mal... Wir sollten ihn zumindest unschädlich machen. Also nicht abbauen. Hinter dir! Hinter Mann! Sehr gut, Nergorix. Sind da oben zwei Wither-Skelette, Nergorix? Oh, oh. Scheint nicht zu reichen. Gut, dann gehen wir mal von diesem Spawner gleich weg. Oh. Da oben rechts. Links, Entschuldigung. Ja, sind zwei Wither-Skelette. Sehr gut, wir kommen da mal hingehen. Kommt mal dahin. Nicht zu weit weggehen, sonst die spawnen die gleich. Wäre ärgerlich. Hier und du, Ja, ich versuche mal dahin zu kommen. Hier kann ich, glaube ich, nicht hoch. Du hast sowieso das Ding gesperrt. Das ist hier wieder spannend bei mir wie Sau, ey. Tommy Pigman, bist du böse auf mich? Nein. Nee, wir haben ja am Donnerstag ist ja Formel 1 Aufnahme. Das erste, mit seiner Formel 1. Die erste Aufnahme nach dem neuen Reglement der Formel Seppie. Jetzt ist ja die Frage, ob wir überhaupt aufnehmen oder ob das erstmal nochmal ein Testlauf ist. Wo warst du denn jetzt? Ja, wo war das? Ich sehe nicht mehr bei deinen Namen. Halt über hier irgendwo. Wer bist du denn? Das doch hier irgendwo gewesen sein. Also ein Gast ist gespawnt. Ich bin immer noch am Steak hier. Oben nicht in der Hot. Kannst du da jetzt mal hingehen? Ich habe jetzt gerade einen Gast getötet. Da kommt ein Gast. Hab ich gerade getötet. Wo bist denn du? Ja, ich stehe immer noch in der gleichen Posi. Da unten ist nur das Skelett. War das das, was wir gesehen haben? Wahrscheinlich nicht. Ich geh da jetzt aber mal hin. Ich weiß nicht, wo das jetzt war. Da ist, glaube ich, auch eins gespawnt. Du kannst ja selber suchen, wenn du willst. Wie sonst, die spawnen die zwei da oben. Ah, spawnen auch wieder neue. Ah. Da so. Ist er! Bisschen blöd, dass hier beide zusammen sind. Marok hilft mir ja nicht. Hat leider keins gedroppt. Nur wieder Kohle. Aber dieser Wither-Effekt macht echt viel Schaden. Da ist wieder ein Skelett. Wir laufen einfach den Steg jetzt hin, okay? Den was hin und her? Den Steg! Boah, schon wieder nur Kohle. Warum droppen die denn alle nur Kohle? Oh, ja, Wither-Skelette-Farm ist das Schlimmste, was gibt in Minecraft. Da sind ja drei Stück. Eile des Wilde, aber nicht darüber, sonst fallen die Lava. Wo denn? Keine. Mal kaputt? Also Lohn haben wir auf jeden Fall. Wo sind denn die drei? Was ist die Lohn? Ach, das war nur Lohn. Ja, ich hab nicht gesagt. Sehr langweilig. Wie interessiert denn Lohn? Wir haben so viel Lohn im Staub schon. Da sind so viele Dinge. Wir rennen wieder hin und her und her und hin. Hin und her und hin und her. Da waren wir doch schon. Ja, lauf doch nicht mir immer hinterher. Doch. Selber was. Nein.
Soll ich dich wieder abschießen? Nein. Ich weiß, wohin das führt. Das Ende des Let's Plays. Nehmen wir jetzt echt die ganze Zeit hinterher? Ja, was soll ich denn machen? Es gibt hier nicht selber so viele Abzweigungen. Skeletten suchen. Die spawnen nur in Festungen, ne? Ja, ich glaube schon. Dann muss ich da gar nicht gucken. Jetzt bin ich wieder beim Portal. Ja, da war ich vorhin auch. Hier sind noch Netherwarzen, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Jetzt mal keine Fackeln hier, damit nicht noch mehr, also damit da... Ich esse mal kurz so einen keine... Steak. Hier ist ja ein ganz schön großer Lavasee. Ja, schnell zurück. Ich hoffe, man sieht in der Aufnahme noch genug. Aber ich will keine Fackeln setzen, weil sonst, Boah, die Bucke wird noch episch, weniger. Da oben ist eins. Nicht so episch wie Mass Effect Andromeda, aber trotzdem so episch. Hat er zwei Kohle gedroppt. Ja, das ist doch auch schon mal mehr als nix, ne? Ich hab jetzt gleich einen Stack Kohle, wobei ein bisschen Kohle habe ich, glaube ich, mitgenommen. Wann war ich schon an dieser Kiste? Wahrscheinlich schon 8 Mal. Nee, hier, ja, wobei, es ist Schwachsinn, was hier drin ist. Ich glaube, wir sind oben, so, jetzt bin ich wieder im Portal. Ah. Hier waren wir definitiv noch nicht, weil hier ist noch ein Diamant-Pferderüstung. Wir brauchen nicht. Fackeln. Hast du mit den 28 Fackeln was zu tun? Wenn da 28 Fackeln auf einem Haufen sind, dann ist das da, wo das Portal ist, oder nicht? Das habe ich extra zur Markierung gemacht. Oh, Pigment! Hallo? Ja, die greifen dich ja nicht an, es sei denn, du bist aggressiv. Hallo Jürgen! Ich laufe schon wieder die ganze Zeit im Kreis, ah, das ist Zahlrock. Ich glaube, hier drauf war ich mal und da sind ganz viele gespawnt. Ich schau mal nach. Guck mal nach oben. Nicht schießen. Dance. I'm never gonna dance again. Hier ist nichts. Das Wither-Skelett-Farm ist immer scheiße. Ja. Du wolltest unbedingt den Wither beschwören, mir wäre ja, egal gewesen. Nee, der Wither wird jetzt ans Ende gehen. Weil am Ende ist wenigstens was Neues. Der Wither ist ja nicht neu. Das Ende ist auch schon bekannt, ne? Ja, da wurde aber viel geendet mit 1.11. Unter anderem kannst du den Drachen nachher wieder respawnen lassen. Du kannst anschließend fliegen, da sind Dungeons im End. Fliegen! Also da ist schon noch was. Sehr leid, wenn ich etwas nasal klinge zwischendurch hier. Aber Allergien sind blöd. Er hat eine Allergie. Vor allem im Frühling. Wahrscheinlich Polen, ne? So, wie geht's denn hier runter da? Da. Weg. Mit der mir immer noch hinterher. Ich glaube ja. Natürlich. Ich will ja gucken, wenn irgendwo Action passiert. Dann bin ich da sofort zu schauen. Mal hier ein paar Fackeln weg. Vielleicht mehr Leute wieder spawnen. Wobei, die lasse ich mal hier zur Markierung. Never gonna dance again. Boah, können jetzt die Hans Dietrichs hier mal wieder kommen? Oh, oh, schön Ende. Dead End. Tschüss, Sarok. Lohn hier. Oh! Was war das jetzt? Ich bin wieder runtergesprungen. Ich hätte auch fall fast. Ich dachte, ich fall runter, aber Gott sei Dank war da noch so eine Mann, ich will doch nicht in jeder Folge schreien. Da muss doch jetzt mal was passieren hier. Ja, das nennt man, das ist das beste Projekt aller Zeiten, der Boris. Ja, aber am Donnerstag ist ja wieder Action, ne? Oh. Let's Beyblade. So, ich wollte die Fackeln wieder abnehmen. Wo war denn dieser Ausgang, wo die jetzt vorher die ganze Zeit gespawnt sind? Das finden wir ja, ja, ich finde ihn leider auch nicht mehr. Hier sind auch nochmal so Stelzen. Ich gehe mal in diese Stelzen rein. So Stelzens? Weißt du, das stand, was ich hier gerade mache. Weißt du, denn Stelzens ist irgendwas? Nee, aber da müsste oben drüber, die müssen ja irgendwas stützen. Versuche mich da gerade hochzubauen. Keine Ahnung, was die stützen. Bahn? Hier geht's ja überhaupt gar nicht vernünftig hoch. Machen wir das hier einfach so. Ich hab gleich schon keine. Ah, ich kann mich aber ja damit hochbauen. Sorge ist wieder nicht vorbereitet. Ja,
fand ich unfair, was der da könnte. Der Nether immer so nach oben zu graben, ist glaube ich auch nicht so schlau. Da könnte mal Lava rauskommen. Das ist korrekt. Das ist wie im echten Minecraft. Boah, diese scheiß Skelette, ey, leck mich doch am Arsch. Können die nicht einfach mal hier nicht mal fünf Stück spawnen, wovon drei so einen Schädel fallen lassen? Wo geht's denn hier wieder auf den Steg? Hier ist auf jeden Fall mal ein Gang. Fahren wir doch mal durch den Gang durch. Ich finde den Steg nicht mehr, ne? Ein einsamer Steg. Haben wir hier schon mal? Hier waren wir noch nie. Ich habe das Gefühl, wir waren überall schon, aber das wissen wir noch nicht mehr. Jetzt bin ich schon wieder hier! An welchen Koordinaten das Portal ist? Oh! Also hier waren wir noch nie. Genau, hier ist keine einzige Fackel. Hier sind Fehler mit der Lava. Gespawnt. Oh, da ist noch viel mehr Fehler mit der Lava. Drei Lohn sind jetzt da vor mir gespawnt. Da kriegst du hin. Ich hoffe, du hast auch ein paar Tränke noch dabei. Das sind zwei Wither-Skelette! Das ist gut. Dann pisse die doch mal. Ich gegen drei Lohn und zwei Wither-Skelette da bin ich. Ah, komm. Stell dich so an. Stell dich nicht so an. Da ist der ursprüngliche Komplex. Ja, weiter mal hier Hilfe! Durch. Hilfe! Ach, pappalapapp, das kriegst du schon hin. Da ist eine Lohe gespawnt. Wie soll ich die denn jetzt einzeln an? Endlich mal wieder Feindkontakt, jetzt ist die Lohe wieder despawned. Gerade gefreut. Brauchen wir noch Glowstone irgendwie? Ich habe momentan andere Probleme. Wie soll ich die denn anlocken einzeln? Das ist ja, voll unfair. Ja, hast du einen Bogen dabei, könntest du das machen? Die Lohen geben Artillerieunterstützung. Das ist immer einen guten Bogen dabei zu haben. Ich glaube, hier bin ich hochgekommen, oder? Das ist gar kein... Ich bin gewundert! Jawohl! Zwei Knochen! Knochen bringen uns ja nichts. Ja, da können wir Knochenmehl draus machen. Ah, können wir unser Feld schneller wieder feuern. Komm ich jetzt hier hoch? Ja. Der zweite hat sich schon verpieselt, ne? Also hier ist auf jeden Fall noch ein riesen System, aber es spawnen einfach keine Monster in diesem System. Kann das sein, dass du schon so viele gespawnt hast, dass der Server nicht mehr mitmacht? Wir stehen halt fünf, ne? Der wirft schon wieder nur zwei Knochen ab, ey. Boah, ist das verwinkelt. Was für ein Geräusch. Aber ich bin zu einem Ausgang gegangen, der hat ein Gas in die ganze Fresse reingestreckt. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten gleich. Wir haben nichts geschafft, gleich ist meine Spitzhacke kaputt. Das wird übrigens mal scheiße. Ah, ich krieg aber noch was hin. Ey, wenn ich hier im Actionkampf bin. Ja, bei mir passiert hier gar nichts. Ich versuche einen Gang nach dem anderen, aber es spawnt einfach nichts. Ich bin wieder zu Zeit. Zwei. Da ist ein guter Skelett. Sehr schön. Ich hab ein Schwert gedroppt, wow. Das ist ja Schlacht-Mittelerde-Spannung. Dein Schwert. Dein Menschenbauer. Was? Der Biobauer Bär? Nein, kennst du keinen Steinmenschenbauer? Steinmenschenbauer? Nee, nicht schießen! Was kann man mit einem Stein machen oder was war die Grundfrage? Steinmenschenbauer. Keine Ahnung, was du willst, ne? Oh, gutes altes TV total. Genau wie der Biobau. TV total, das ist eine ganz andere Sendergruppe. Hier ist ja schon wieder so ein Schrott produziert hat. Was? Aber eigentlich war das ja die Sendergruppe TV total, die diesen Schrott produziert hat. Ja, man kann auch dazu sagen, die Sendergruppe Raab. Ja, inzwischen noch nicht mehr. Wobei, nee, also, sie gehört eben noch zu Großteilen, also, aber. Prinzipiell war Rabia ProSieben. Das war's dann auch schon. Oh, wie das hier immer überall noch weitergeht. Das hält sich gerade eine Spinne ab. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder zurück zu Zaro gehen. Weiß ich gerade eine Spinne abgeseilt, Hilfe!
aus damit. Fährt so schön rum. Ja, ist ja nicht so erfolgreich bisher. Ich glaube, wir fahren gleich mal ein bisschen weiter. Wir fahren weiter. I'm never Hier gonna scheint ein dance Lohnspawner zu again. sein. Hier ist aber ein bisschen zu viel Wo haben Lava wir noch gerade für meine Nitawarzen? Nee, Verhältnisse. ne? Wo geht's jetzt denn jetzt wieder zurück? Doch, wir haben ganz viele Netherwarzen. Ob wir noch welche brauchen, habe ich gesagt. Wir brauchen nicht. Ich gehe mal hier nicht weit. Wo ist denn das Portal? Nee, warte mal eben, wo bist denn du? Ich habe Ich komme keine jetzt wieder zu Ahnung. dir. Ja, F3 drücken. Das ist ein Wither-Skelett. Okay, Da ist ich ein muss noch mal ein bisschen Magma-Cube. vertagen. Zwei Wither-Skelette sind das, glaube ich, sogar. Kaputt. Jetzt bin ich wieder bei deinem komischen Haken. Jetzt schon mal nur Knochen gedroppt. Drei Wither-Skelette sind das. Mach Jetzt kaputt! geht's ja richtig hier ab. Er hat nur Kohle gedroppt. Jawohl! Oh nein! Erinnerst du dich noch an die Pufferfisch-Folge? Die haben alle nur Kohle und Steinschwerter und Knochen gedroppt. Na, erinnerst du dich noch an die Pufferfisch-Folge? Ja. Moment. Hab Da schon ist, Looting 3 weil ich das Schwert. Lenkrad aufbaue, muss ich das Mauspad immer ein bisschen zur Seite schieben. Ich finde der Portal nicht mehr, ne? Ja, stell dich nicht so an. Oh, das ist cool. Ich bin noch viel weiter weg von dir. Wo ist der Wizard? Aua! Wo ist der hin? Muss ich Ich denn hin? sterbe! Du denn da immer? Cyborg, Cyborg, Ich wurde eingeeckt! Oh nö! Cyborg. Jo, du findest jetzt deine Sachen wieder. Ja, natürlich nicht. Wo war das denn? Er wollte mir auch nicht sagen, wo er gespawnt ist vorhin. Aber Und ich zu ihm kommen kann, irgendwo von bei minus daher. 100, minus 50. Nein, wo du gerade dich Genau befandest, wollte hinter er mir mich. spawnt Da ist noch unser ein wieder Skelett Skelett. und eckt mich ein. Dann habe ich jetzt kein Level mehr. Du musst sie einsammeln, vor allen Dingen wegen deiner Sachen, die du da Ja, aber hast. wo war das denn? Weiß ich nicht. War nicht bei dir. Da finde ich doch nie wieder. Ich habe aber jetzt. Ich bin schwer bewaffnet, ich habe Ja, nur Faust. Kohle, immer nur Kohle. Da waren 8 Tränke bei. Wo war das denn? Warum denn 8 Tränke? Was hast du denn alles mitgenommen? Ja, waren so Potion of. Ich habe mein Zeug wieder gefunden. Gut, hier habe ich mich hochgebaut, dann kann ich mal wieder zur Zara kommen. Aber das Wither-Skelett ist weg. Ja, hier mein Totem of Undying, jawohl! Hast du wieder nicht ausgewählt, ne? Ist einfach ein behindertes Item, wenn du da ein Totem of Undying extra auswählen musst. Ne? Ich glaube, ich habe alles wieder gekriegt. So, dann gehen wir jetzt mal zu Zahlrock. Ich sehe das Namensschild schon. Wo ist dieses Wix-Skelett denn hin? Das will ich jetzt fertig machen. Werde, glaube ich, in der nächsten Folge Zahlrock nochmal so ein neues Schwert machen, worauf mit Looting drauf kann. Weil ich habe ja noch genug Level. Zahlrock. Ja? Hier bist du gestorben. Ja, hier wurde ich eingeeckt. Da ist es doch! Da ist noch eins. Mach fertig! Hier, eine Kohle. Kohle! Wo sind meine Steaks eigentlich hin? Also meine Steaks. Du brauchst noch schöne Zäunchens. Zäunchens! Und Stüfchen. Hier ist noch ein Sattel drin. Wir haben sowieso keine Pferde. Ja, könnten wir uns aber mal holen. Da wäre ich fast nach unten gefallen. Das wäre nicht so Und jetzt cool. Jetzt habe ich diese scheiß Stufen wieder aufgehoben. Scheiß mir die mal Zauber zu. Du hast die Stufen aufgehoben? Nein, bist du wieder durch. Lauf mal vor. Wir sind ja schon wieder hier, ne? Und der wieder mir die ganze Zeit hinterher. Das war der Grund, warum ich ursprünglich abgehauen war. Wo ging es denn hier jetzt nach unten? Oder nicht nach unten, sondern eigentlich allgemein zu unserem Portal. Ich will jetzt mal wieder nach Hause. Ich werde Zarok jetzt gleich so ein neues Schwert machen, dann werden wir gleich einfach weitermachen. Das ist diesen Magma-Kick gestorben. Verstopft den ganzen Eingang.
Bin schon ein bisschen weiter gegangen. Oh, zwei Lohn. War kaputt. Wo ist denn jetzt genau das Portal? Ah, irgendwo da. Ich meine, da, wo ich es groß markiert habe, müsste es doch sein. Also entweder, wenn es nicht in dieser Richtung ist, ja, nicht. Dann nach oben gehen, denke ich. Da, ich habe gefunden! Waren wir da eigentlich schon mal da rechts? Wo bist du denn? Da hochgegangen? Ich bin da oben gegangen, ja. Ich habe das Portal wieder gefunden. Das ist gut. Das ist gut. Wo denn? Ganz nach oben? Das hier ist ein Ruder-Skelett. War kaputt. Das ist genau hinter uns. Kohle! So viel Kohle jetzt. Gut, gehen wir mal wieder in die normale Welt. Das war ein sehr, sehr unerfolgreicher Ausflug. So, werfen wir eben ein bisschen Scheiß weg. Verzaubern nochmal ein Schwert mit Zauber und dann gucken wir in der nächsten Folge genau das gleiche. Jawohl. Ja, dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, bei mir geht's noch kurz weiter, bis ich Zauber was. Special-Folge heute bei Nergorix. Extended Cut. 40 Blaze Rods habe ich halt, ne? Ich habe 5. Oh, ja, komm. Ich bin ja mehr so ja. Der Bauer. Weil das Toten auf Undying bringt jetzt wirklich nicht so viel. Ach, wirklich? Dass ich das immer dabei haben müsste, glaube ich. Da sind 2 Kompasse. Ja, die habe ich da reingelegt, weil ich die hatte. Der Tintenbeutel in deinem Texture-Pack oder in dem Texture-Pack, der Tintenbeutel sieht aus wie eine komplett vergammelte Banane. Hast du überhaupt mein Texture-Pack richtig? Ja, ich habe dieses, der sieht zumindest so aus. Aha, wie heißt es denn? Moment. Invictus. Es gibt 2 von Sortex, ne? Ich glaube, ich habe das andere. Ja, ich habe Fenrir. Das ist, glaube ich, das andere von denen. Hier auch noch in der Liste. Also, zack. Denn hier, wo haben wir denn? Ja, ich beende hier trotzdem die Folge. Den Extended Cut müsst ihr dann rechts, bei rechts. Bei rechts schauen. Ja, bei Nergorix schauen. Ich hoffe, es hat euch mehr Spaß gemacht als uns. Nächstes Mal finden wir auch die 2 Schädel, dann machen wir den Wither fertig und dann, ne? Und nächsten Donnerstag ist auch wieder Formel 1. Ach. Für euch, ne, ich weiß gar nicht, wann wir die Folgen ausstrahlen. Ich weiß ja nicht, wann wir veröffentlichen Formel 1. Ja, weiß ich auch nicht. Für uns ist dann am Donnerstag wieder Formel 1. Aber wir wieder geil, jeden Donnerstag 2 Rennen fahren, jeden Donnerstag Nergorix. Ja, mit Nergorix im Team. Ich darf Nergorix nicht mehr belästigen. Ja, der wäre ja mit mir im Team. Storytime@hotmail.com. Oh, ich habe ein Schärfeschwert. Geil. Ja, woran das wohl liegt? So. Hilft nix. Brauchen ein Schwerter. Naja, ich fahre mit Nergorix in einem Team. Ja. Ferrari haben wir uns ausgesucht. Starrock uns ausgesucht. Ja. Ja. Forza Ferrari. Wir müssen Make Ferrari Great Again. Nennt man das auch. Ja, wir haben auch geschwankt zwischen Ferrari, McLaren und Renault. Aber Renault, das wollte aus Gründen der Nergorix nicht. Warum, weiß ich nicht. Ja, einfach immer irgendwelchen Schwachsinn behauptet. Das ist kein Schwachsinn. Aber brauche ich so schön Schwerter für ihn. Der hilft überhaupt gar nicht dabei. Gebaut. Ja, damit die Verzauberung sich zurücksetzt. Cyborg hat wieder überhaupt keine Ahnung vom System hier. Das stimmt allerdings. Verzaubern habe ich mich noch nie mit befasst. Ja, trotzdem, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.